dann möchte ich als Moderator, mein Name ist Gernot Kühn, möchte ich zur Session einladen. Herzlich willkommen in die Runde, aber herzlich willkommen natürlich an die beiden Referentinnen zum spannenden Vortrag und damit übergebe ich schon auch an euch. Ein kleiner Hinweis, es gibt den Chat auf der rechten Seite. Wir werden die Fragen im Auge behalten und es gibt zum Schluss die Gelegenheit, auf die Fragen dann nochmal einzugehen gemeinsam. Und auch schon mal einen kleinen Hinweis, nach der Session gibt es die Gelegenheit, im Netzwerktisch sich auch nochmal mit den beiden Referentinnen zu treffen und Dinge auch nochmal zu vertiefen. Das sind meine einleitenden Worte und damit Stage is yours. Ja, danke schön, Gernot, für die einleitenden Worte. Auch wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem Beitrag. In diesem Input wollen wir Sie mitnehmen in unseren Ideenwettbewerb Party Contest und Ihnen in den nächsten 30 Minuten zeigen, wie wir Studierende und Lehrende bei uns an der Hochschule inspirieren, gemeinsam Lehre und Lernen zu gestalten. Hier sehen Sie, was Sie erwartet. Wir nehmen Sie mit von dem Hintergrund des Ideenwettbewerbs, also wie ging alles los, bis hin zu den Lessons Learned. Und freuen uns im Anschluss darauf, Ihre Fragen zu beantworten und auch gerne Ihre Beiträge oder Ideen rund um das Thema Partizipation zu besprechen. Und damit starten wir. Wer sind wir? Wir sind Nega und Stefanie. Wir studieren am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik im Fall meiner Kollegin, beziehungsweise arbeiten als Mediendidaktikerin an der Hochschule Niederrhein im Ressort Studium und Lehre. Wir grüßen Sie also heute aus Mönchengladbach und Düsseldorf. Wir stellen Ihnen den hochschulweiten Ideenwettbewerb Party Contest vor, den wir in 2023 zusammen mit unseren Kolleginnen und Studierenden Joshua Hinz und Greta Kaufeld entwickelt und zum ersten Mal durchgeführt haben. Und gerade befinden wir uns in der zweiten Runde zusammen mit unserer Kollegin Alessandra Wetzel und führen den Ideenbewerb zum zweiten Mal durch. Und damit starten wir ins Eingemachte. Worum geht's beim Party Contest eigentlich? Ich sagte schon, der Party Contest ist ein Ideenwettbewerb, der studentische Partizipation an der Hochschule in der Lehre fördern soll. Studentische Partizipation bedeutet dabei für uns, dass Studierende an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen beteiligt sind und gemeinsam mit Lehrenden diese Beteiligungsprozesse auch entwickeln. Studentische Partizipation ist damit für uns eine Gemeinschaftsaufgabe, die Studierende und Lehrende gemeinsam in die Verantwortung nimmt. Diese Beteiligungsprozesse sind in allen Bereichen des Lehren, Lernens und Prüfens möglich und auch Gegenstand unseres Ideenwettbewerbs. Wichtig war und ist uns, dass studentische Partizipation es mehr ist als nur Aktivierung oder Lehrveranstaltungsfeedback und dass sie kein Selbstzweck ist. Aus unserer Sicht erweitert sie die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten für Studierende und Lehrende. Durch Partizipation können Herausforderungen aus neuen Perspektiven betrachtet werden und gemeinsam Lösungen für komplexe Probleme in der Lehre gefunden werden. Diese Beteiligungsprozesse fördern die Selbstwirksamkeit von Studierenden und Lehrenden sowie die Motivation und wirken sich positiv auf die Akzeptanz und die Qualität der Lehre aus. So viel zum Hintergrund. Mit diesen Zielen und Mehrwerten vor Augen haben wir unseren Wettbewerb gestaltet und wir möchten eben, dass dieser Party-Contest einen Beitrag bei uns an der Hochschule leistet, einmal studentische Partizipation sichtbar zu machen, aber eben auch diese Mehrwerte zu fördern. Ganz konkret haben wir deshalb Ziele für unseren Ideenwettbewerb formuliert und die habe ich Ihnen heute einmal mitgebracht. Durch den Wettbewerb sollen Studierende an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen in der Lehre beteiligt werden. Die Ideen, die die Studierenden und Lehrenden gemeinsam entwickeln und einreichen, sollen dabei gleichzeitig auch die Weiterentwicklung partizipativer Lehre fördern. Studierende und Lehrende werden durch den Wettbewerb zusammengebracht und motiviert zusammen, besser, Lehre besser zu machen. Und der Ideenwettbewerb macht die partizipative Gestaltung von Lehre und Lernen natürlich sichtbar und wir wollen auch danach die Ideen begleiten und unterstützen. Wir haben das mal im letzten Satz versucht zusammenzufassen. Um diese Ziele zu erreichen, ist der Ideenwettbewerb quasi ein didaktischer Doppeldecker. Sowohl die Methode des Wettbewerbs, also die gemeinsame Arbeit und Einreichung der Lehrenden und Studierenden, sowie auch der Inhalt der Ideen sind partizipativ. Und wie das so richtig funktioniert, erklärt Ihnen jetzt meine Kollegin Nega. Super, danke schön. Also, nachdem Sie jetzt einige Hintergrundinformationen zum Party-Contest erhalten haben, fragen Sie sich vielleicht, wie genau dieser Wettbewerb abläuft. Lassen Sie uns gemeinsam einmal einen genaueren Blick drauf werfen. Wir befinden uns an der Hochschule Niederrhein, dem Schauplatz unseres Party-Contests.
Das ist auch der Ort, wo alles anfängt. Fangen wir mit Professor Greta an. Sie ist eine engagierte Lehrkraft, die sich fragt, wie sie den Unterricht interessanter, zugänglicher gestalten kann. Sie sucht nach neuen Wegen, um die Bedürfnisse ihrer Studierenden besser zu erfüllen und um sie mehr zu motivieren. Und dann haben wir dann noch Joshua. Er ist ein engagierter Student, der sich wünscht, dass die Lehrmethoden moderner und relevanter werden. Er denkt darüber nach, wie der Unterricht verbessert werden könnte, um mehr Studierende zu erreichen und die Zusammenarbeit zu fördern. Eines Tages, als Professor Greta im Flur der Hochschule entlang ging, entdeckt sie ein buntes Poster an der Wand. Das Poster bewirbt den Party-Contest. Sie blieb stehen, blickte neugierig drauf und fragte sich, was es damit auf sich hat. Neben ihr steht auch einer ihrer Studenten, nämlich Joshua, der ebenfalls das Poster begutachtet. Haben Sie schon einmal was von diesem Party-Contest gehört? Fragte Joshua nachdenklich. Professor Greta schüttelt den Kopf und sagte, nee, aber es hört sich interessant an, wobei es schon etwas seltsam ist, dass Party falsch geschrieben worden ist. Plötzlich begann die Glühbirne auf dem Poster zum Leben zu erwachen und sprach mit einer freundlichen Stimme zu Professor Greta und Joshua. Guten Tag. Und nein, das ist kein Tippfehler. Das Party in Party-Contest steht für Partizipation. Denn bei diesem Wettbewerb geht es genau darum. Lasst mich euch kurz erklären, wie es abläuft. Professor Greta und Joshua waren überrascht, klar, als die Glühbirne anfingen zu sprechen, doch sie waren auch neugierig und hörten weiter zu. Der Party-Contest ist ein Wettbewerb, um studentische Partizipation zu fördern und gleichzeitig die Lehre zu verbessern. Man kann den Party-Contest in drei Abschnitten unterteilen. Erstens Teambildung. Ein Team aus mindestens einer Lehrenden und einer studierenden Person überlegen gemeinsam, wie oder wo in der Lehre Verbesserungsbedarf besteht und was man dagegen tun könnte. Dann haben wir Schritt 2, Ideenentwicklung. Die Idee wird konkretisiert und auf einem vertonten Poster bis zum 31. Mai eingereicht. Mit vertonten Poster ist gemeint, dass die Idee auf einem Poster als auch auf einem kurzen Video beschrieben wird. Drittens, Preisverleihung. Bei der Preisverleihung werden nicht nur die Gewinner bekannt gegeben, sondern es besteht die Möglichkeit, die anderen Teams kennenzulernen und sich auszutauschen. Außerdem gibt es noch einen Moodraum, wo der Party-Contest noch einmal näher erläutert wird. Nach der informativen, wenn auch ungewöhnlichen Begegnung mit der Glühbirne beschlossen Professor Greta und Joshua, sich den Moodraum einmal genauer anzugucken. Sie informierten sich ein wenig im Moodle-Raum des Party-Contests und beschließen dann, gemeinsam ein Team zu bilden und an dem Ideenwettbewerb teilzunehmen. Mit einem festen Händedruck bekräftigen sie mal ihre Entschlossenheit und ihre Idee zu verwirklichen und die Lehre zu verbessern. Das ist der Beginn einer aufregenden Reise, auf die sie sich gemeinsam begeben. Nachdem der Beschluss feststand, an dem Party-Contest teilzunehmen, machen sich Professor Greta und Joshua an die Arbeit. Sie überlegen, welche Ideen am sinnvollsten und am ehesten umsetzbar ist. Sie tauschen lebhafte Gedanken aus, diskutieren, sehen zu, wie ihre Idee immer mehr an Form annimmt. Gemeinsam sortieren sie ihre Gedanken, bringen Struktur in ihre Ideen und entdecken neue Ansätze. Und diese Momente der Kreativität und Zusammenarbeit, das sind die Momente, die sie motivieren, immer weiterzumachen. Am Ende nehmen sie noch ihr Video auf, bearbeiten es und feilen ein bisschen an den Details, damit ihr Team bestmöglichst präsentiert werden kann. Nachdem die beiden fertig sind, laden sie die Datei in Moodle hoch und mit einem erleichterten Seufzer und einem breiten Lächeln auf ihren Gesichtern geben sich Professor Greta und Joshua ein High Five. Sie haben es geschafft, ihre Idee rechtzeitig einzureichen und fühlen sich stolz. Das ist ein Moment der Erleichterung, in dem sie spüren, dass sie bereits einen bedeutenden Schritt gemacht haben, um die Lehre an ihrer Hochschule zu verbessern. Wir haben jetzt den Tag der Preisverleihung. Alle Teams sind versammelt, ebenso die Organisation des Party-Contests und auch der Vizepräsident der Hochschule ist anwesend. Es herrscht eine aufgeregte Atmosphäre, alle sind gespannt darauf, wer die begehrten Preise gewinnen wird. Vor der Bühne versammeln sich die Teams.
und das Programm beginnt. Die Spannung steigt, als die Moderatoren verkünden, wer den Party-Contest gewonnen hat. Es ist ein Moment der Freude und Anerkennung für alle, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Die Preisverleihung ist jedoch nicht nur ein formelles Ereignis, es ist auch die Gelegenheit zum Zusammenkommen und zum Austauschen. Und nachdem die Gewinner genannt worden sind, fängt das Get-Together an. Hier haben die Teilnehmenden nochmal die Möglichkeit, sich kennenzulernen und die kreativen Beiträge ihrer Mitbewerber an der Postergalerie zu bewundern und nochmal so richtig zu entspannen. Doch, wollen wir gucken, wer noch gewonnen hat? Professor und Greta gehörten zu einem der drei Gewinnerteams. Für ihren Erfolg erhält Joshua 1.000 Euro an Preisgeld und Professor Greta erhält nochmal 1.000 Euro in Form von Fördergeldern, um die Idee weiter voranzutreiben. Damit ist diese Runde des Party-Contests zu Ende. So, ich hoffe, die Reise von Professor Greta und Joshua hat Ihnen einen Einblick in den Ablauf des Party-Contests verschafft. Hier wollte ich aber noch mal kurz eine Zusammenfassung geben, wo die wichtigsten der Teilnehmer genannt werden. Also, der Party-Contest hat das Ziel, die studentische Partizipation zu fördern und die Lehre kontinuierlich zu verbessern. Um das zu erreichen, ist es entscheidend, dass potenzielle Teams auf uns oder halt auf den Party-Contest aufmerksam werden. Unsere Werbemaßnahmen beginnen ungefähr 2 Monate vor dem Party-Contest. Neben klassischen Methoden, wie zum Beispiel der Zusammenarbeit mit Fachbereichssekretariaten, um über E-Mail-Verteiler zu werben oder Postern und Flyer aufzuhängen, nutzen wir auch speziellere Methoden. Dazu gehören die Werbung über diversen studentischen WhatsApp-Gruppen, die Nutzung von Social-Media-Kanälen der Fachbereiche und der Fachschaften und des Asters und die Zusammenarbeit mit zum Beispiel unserem Tutorenprogramm. Diese vielfältigen Maßnahmen ermöglichen es uns, eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen. Unser Hauptkommunikationsmittel ist aber unser Moodle-Raum. Hier finden die Interessierten alle relevanten Informationen, einschließlich der Postervorlage und der Teilnahmebedingungen. Die Einreichung der Ideen erfolgt ebenfalls über diesen Moodle-Raum. Der Party-Contest selbst findet vom 1. bis zum 31. Mai statt. Während dieses Zeitraums haben die Teams die Möglichkeit, ihre Ideen im Moodle hochzuladen. Und im Mai bieten wir auch nochmal 2 Sprechstunden an, um eventuelle Fragen zu klären. Um die studentische Partizipation zu fördern, müssen die Teams aus mindestens einer Lehrperson und mindestens einer studierenden Person bestehen. Bis zu 6 Personen können ein Team bilden. Die Idee sollte in Form eines vertonten Posters eingereicht werden, also einer Kombination von Poster und Video. Für die Poster gibt es eine Vorlage, an die sich die Teams halten müssen. Bei den Videos sind die einzigen Bedingungen, dass es nicht länger als 3 Minuten sein darf und dass die Idee darin erläutert wird. Dabei haben die Teams kreative Freiheit. Wir haben alle möglichen Varianten an Videos erhalten, von sagen wir mal, einfachen Videos, wo nur das Poster eingeblendet wird und jemand etwas dazu sagt, bis hin zu aufwendigen Produktionen, die auf dem Campus gedreht wurden und sogar ein paar animierte Videos waren auch noch dabei. Nicht jede Idee kann eingereicht werden. Um für den Ideenwettbewerb zugelassen zu werden, muss die Idee partizipativ, innovativ und umsetzbar sein. Wir wollen sicherstellen, dass die Teams sich intensiv mit ihren Ideen auseinandersetzen und dass die studentischen Teilnehmer auch aktiv beteiligt sind. Wie Stefanie eben schon gesagt hat, aktuell läuft bei uns der Party-Contest zum 2. Mal. Nächste Woche findet die Jury-Sitzung statt. Die Jury besteht aus 6 Personen, 3 Lehrenden und 3 Studierenden, die 3 Gewinnerteams wählen. Und in diesem Jahr haben wir auch Gewinner aus dem letzten Jahr bei der Jury. Wir haben Lehrpreisträger und einen Studenten aus einer Fachschaft dabei. Es gibt keine Abstufung bei den Gewinnern. Also wir haben 3 Gewinnerteams, die denselben Preis erhalten. Das wären immer einmal 1.000 Euro für die Studierenden als Preisgeld und weitere 1.000 Euro für die Lehrenden in Form von Fördergeldern, um die Idee umzusetzen. Die Größe des Teams spielt dabei auch keine Rolle. Die Gewinne müssen innerhalb des Teams aufgeteilt werden. Während der Preisverleihung werden die Ideen vorgestellt und die Sieger gekürt. Danach haben die Teams die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen und sich alle Ideen in der Postergalerie anzusehen. Die Atmosphäre ist dabei sehr angenehm. Die Teams lernen sich gegenseitig kennen, tauschen sich bei Getränken und Snacks aus und geben auch uns Feedback, was
sehr hilfreich ist, weil wir wollen ja auch unseren Party-Contest kontinuierlich verbessern und anpassen. Wie bereits erwähnt, befinden wir uns derzeit in der zweiten Runde des Party-Contests und die Frist für die Einreichung ist am 31. Mai abgelaufen und die Formellenprüfung haben wir auch bereits beendet. Vor uns liegt jetzt noch die Jury-Sitzung nächste Woche und die Preisverleihung am 19., wo wir uns momentan die letzten Details kümmern. Unsere zukünftigen Pläne umfassen dann noch die Durchführung eines weiteren Party-Contests nächsten Jahr. Außerdem möchten wir das Konzept als OER an anderen Hochschulen zur Verfügung stellen. Darin wird es Informationen und Tipps geben, denn wir haben ja dadurch, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal den Party-Contest machen, natürlich so einiges dazugelernt. Und ein paar von diesen Erfahrungen wird Stefanie jetzt mal zusammenfassen. Ja, danke schön, Nega. Dann gehe ich mal auf die nächste Folie. Genau, ich habe Ihnen ein paar Lessons learned mitgebracht aus 2 Jahren Party-Contest. Und zwar sind das Erfahrungen, die aus unserer Sicht wichtig sind, dass wir sie gemacht haben, die überraschend waren an der einen oder anderen Stelle für uns und ganz sicher lehrreich für uns waren, um den Party-Contest einmal zu entwickeln und aber dann auch weiterzuentwickeln und zu verbessern. Der erste Punkt Kommunikation, der fand gerade schon Anklang bei Nega. Wenn Sie ein neues hochschulweites Format wie einen Ideenwettbewerb mit 2 Zielgruppen, also Studierenden und Lehrenden, etablieren möchten und dabei ein Thema fokussieren, das vielleicht, wie bei uns, auch bei Ihnen noch keine große Community hat, braucht es wirklich, wirklich viel Ressource für die Kommunikation. Aus unserer Sicht hat sich bewährt, dass schon in der Konzeptionsphase die Kommunikation, also die Information und die Werbung, dass man die einfach detailliert plant und auch viel Zeit für die Erstellung von Kommunikationsmitteln und für die Bespielung diverser Kommunikationskanäle einplant. Mit der Entwicklung des Moodle-Kurses und der gesamten Kommunikation von der ersten Ankündigung bis zur letzten Pressemitteilung hat das bei uns im Team in etwa 1/3 aller Ressourcen beansprucht. Also das ist wirklich nichts, was man unterschätzen sollte, was wir am Anfang getan haben. Deswegen unser Lessons learned, viel Ressource einplanen für Kommunikation. Und die Kommunikation führt mich auch direkt zu unserem zweiten Lessons learned. Starke Partnerinnen identifizieren und einbinden. Für uns war es wertvoll, frühzeitig mit Schnittstellen wie der Hochschulkommunikation, Fachschaften, ASTA, der Studienverlaufsberatung, dem Tutorenprogramm, aber eben auch spezielleren Einrichtungen wie der Existenzgründung bei uns oder bestimmten Lehrenden an Fachbereichen zusammenzuarbeiten. Das half uns enorm, gezielt bestimmte Zielgruppen anzusprechen, wie zum Beispiel Tutorinnen, und auf der anderen Seite über die Vielzahl der Schnittstellen, die Vielzahl der Multiplikatoren auch Reichweite zu generieren über die gängigen, ich nenne es mal Gießkannen-Kommunikationsmittel wie Webseite oder E-Mail-Verteiler einmal an alle hinaus. Ich will nicht verschweigen, dass diese Arbeit an den Schnittstellen auch wahnsinnig zeitintensiv ist und viel Beharrlichkeit erfordert und viel Geschick. Für uns hat sich das aber ausgezahlt, um einfach diesen Ideenwettbewerb an der Hochschule zu etablieren und bekannt zu machen. Genau, dann kommen wir zu dem nächsten, der Partizipation an sich. Ein weiterer wichtiger, lehrreicher Punkt für uns war, dass abstrakte Konzepte wie Partizipation Erklärung und Unterstützung bedürfen. Das sind keine Selbstläufer aus unserer Erfahrung heraus. Wir haben versucht, das Thema unseres Ideenwettbewerbs über leicht verständliche Informationen und niedrige Zugangsvoraussetzungen leichter zugänglich zu machen und Hemmschwellen abzubauen, beziehungsweise einfach Berührungspunkte zu schaffen für die, die vorher mit dem Thema gar nichts anfangen können und tatsächlich dachten, Partizipation, was ist das? Ja, also worum geht's und was nützt mir das? Ganz konkret haben wir die Einreichung eng mit Leitfragen, Vorlagen, Beispielen und Checklisten begleitet, um es da so einfach wie möglich zu machen. Und wir haben sehr niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten angeboten, die wiederum zu den einzelnen Zielgruppen passten. Also Lehrende hatten eine direkte Kontaktmöglichkeit, nicht nur eine Funktions-E-Mail-Adresse. Studierende hatten Sprechstunden ohne vorherige Anmeldung. Und in diesem Jahr hatten wir auch noch im Rahmen der Campuswoche Kontaktmöglichkeiten angeboten bei uns an der Hochschule, sodass wir immer versucht haben, alle Interessierten dort abzuholen, wo sie gerade stehen, beim Thema Partizipation und bei ihrem Wissen zum Ideenwettbewerb. Genau, dann kommen wir zu den nächsten Lessons learned, Finanzierung. Wir mussten lernen, dass es nicht selbstverständlich ist an Hochschulen, dass es Möglichkeiten gibt, Preisgelder an Studierende auszuloben und auch auszuzahlen. Deshalb ist es wichtig aus unserer Sicht und auch
frühzeitig notwendig, mit den Ansprechpartnern der Finanzierung zum einen die Finanzen für die Organisation des Wettbewerbs, also die Personalkosten, Werbekosten, Kosten für die Preisverleihung etc. zu klären, aber zum anderen auch sicherzustellen, dass es rechtlich überhaupt möglich ist, Preisgelder an Studierende auszuzahlen, in der Höhe, wie wir das zum Beispiel gemacht haben. Und falls es diese Möglichkeiten nicht gibt, also wenn es keine Regelung dafür an der Hochschule gibt, diese zu schaffen. Und das kann ein Prozess sein, deswegen der Hinweis auf das Frühzeitige, das war ein Lessons Learned für uns, damit wirklich früh zu beginnen. Tatsächlich war das bei uns der erste Schritt, bevor wir ein Konzept geschrieben haben, war die Finanzierung zu klären. Genau, dann kommen wir zu zwei weiteren Lessons Learned, die ich gerne zusammenfassen möchte, Teilnahmebedingungen und Datenschutz. Ein Ideenwettbewerb wie der Party Contest braucht rechtssichere Teilnahmebedingungen, weil es A um Geld und natürlich B um das geistige Eigentum der Teilnehmenden in Form ihrer Ideen geht. Und da zum Teil sensible personenbezogene Daten verarbeitet werden, wie zum Beispiel die Kontodaten der Studierenden, an die das Geld ausgeschüttet wird, braucht es auch eine Datenschutzerklärung. Bei beidem waren wir auf die Zusammenarbeit und Unterstützung unserer entsprechenden Ansprechpartner an der Hochschule wie die Datenschutzbeauftragten und die Rechtsabteilung angewiesen. Und für beides müssen die Prozesse des Ideenwettbewerbs im Vorlauf gut dokumentiert vorliegen. Zum Beispiel als wirklich ausführliches Konzept. Die Erstellung der beiden Dokumente, also sowohl die Teilnahmebedingungen als auch die datenschutzrelevanten Dokumente, haben bei uns eher überraschend auch dazu geführt, dass wir Fragen beantwortet haben im Organisationsteam, die wir uns zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumente noch gar nicht gestellt hatten. Also das war tatsächlich wirklich hilfreich, sich über viele Prozessschritte, die im viel späteren Verlauf des Ideenwettbewerbs kommen, dort an der Stelle schon klar zu werden, um diese Dokumente rechtssicher zu formulieren. Zum Beispiel hatten wir uns während der Konzepterstellung und der Erstellung der Materialien noch keine Gedanken gemacht, wie und wo wir genau später die Gewinnerideen veröffentlichen möchten. Die Dokumente zwingen einen aber dazu, das schriftlich zu fixieren, und das hat uns geholfen, einfach sehr, sehr, sehr strategisch und bewusst die Fragen zu beantworten und das auch für die Teilnehmenden eben transparent von Anfang an zu machen. Und der letzte Punkt, unser letztes Lessons Learned, vielleicht das Wichtigste zum Schluss. Von der Idee, wirklich der ersten Idee für diesen Ideenwettbewerb bis heute entscheiden und gestalten wir im Team den Ideenwettbewerb gemeinsam als Studierende und in meinem Fall Mitarbeitende. Wir teilen die Verantwortung, treffen Entscheidungen demokratisch, und so ist der Party Contest nicht nur ein Ideenwettbewerb für mehr Partizipation durch partizipative Ideen, sondern auch selbst ein partizipatives Format. Und das ist tatsächlich das, ich schaue in deine Richtung, was uns, glaube ich, auch mit am meisten motiviert und über die viele Arbeit und die vielen Probleme und Hürden, die wir bewältigt haben, getragen hat. Okay, dann haben wir Sie jetzt lange unterhalten und Ihnen viele Infos gegeben und unsere Erfahrungen mit Ihnen geteilt und freuen uns sehr auf Ihre Fragen oder Ihre Anmerkungen, Ihre Beiträge zu beantworten.